Mit Maske und Axt bewaffnet streift ein finsterer Geselle schweren Schrittes durch Lüneburgs Altstadt. Doch eigentlich ist Leif Scheele, wie der Henker von Lüneburg in Wahrheit heißt, ganz harmlos. Im martialischen Kostüm führt er Touristen durch die Stadt. Ich bin Schauspieler von Beruf. Lüneburg ist meine Heimat und meine Basis. Ich habe jetzt gerade im Sommer schön Shakespeare gespielt, spiele sonst am Zeller Schlosstheater oder am Theaterstadt Hof. Aber hier ist meine Heimat. Wenn Leif die Henkersmaske aufzieht, wird er zu Meister Hans, Scharfrichter von Lüneburg. In dieser Rolle führt er seine Gäste zu den schaurigsten Orten der Stadt. Gott zum Gruße! Landvolk, Stadtvolk, das ist ja wunderbar, hör mal. So viele freundliche Leute auf der Gasse. Meister Hans findet dabei zu jeder Schreckensgeschichte auch immer etwas zum Schmunzeln. Ich hab euch mal ein Arbeitsgerät mitgebracht. Ne? Ist sie nämlich eine besondere Freundin aus meinem Leben, nicht wahr? Franziska ist das, ja? Ist nach meiner Ex-Freundin benannt, war auch ein scharfes Teil, weißt Bescheid, ja? Was den meisten Touristen verborgen bleibt, das weiß der Henker. Wo zum Beispiel früher auf dem Marktplatz der Pranger stand, erinnert heute nur ein Stein an diesen schrecklichen Ort. Doch nicht nur Folter und Hinrichtungen gehörten zu den Aufgaben eines Henkers. In einer versteckten Gasse hatte der Scharfrichter eine ganz besondere Aufgabe. Eigentlich bis Ende des 15. Jahrhunderts hieß die Gasse noch Tittentasterstraße. Ja? Das war nämlich das zweite Rotlichtviertel der Stadt. Hier haben die Prostituierten gearbeitet. Das ganze Gesindel hat sich versammelt hier. Ne? Jeder Beutelschneider, jedes Gaukler, jedes dreckige Räuberpack. Weil hier keiner mehr gucken gekommen ist, weißt du? Du kannst doch nicht eine ganze Straße der Unterwelt überlassen. Du musst doch mal wen hinschicken hier. Und? Wen schickt man da? Tada! Den Henker. Wir wissen von allen Städten Europas mit mittelalterlichem Ortskern, dass die Henker immer Obmann der Hübscheren gewesen sind. Ich würde sagen, Zuhälter für die Stadt. Ja, wohl richtig. Nachdem der Scharfrichter im letzten Jahr für einige Monate sogar gar keine Führungen anbieten konnte, ist der Umgang mit den Gästen für ihn jetzt umso wichtiger. Ach, das ist zauberhaft. Ich habe die Leute ein bisschen vermisst, muss ich gestehen, tatsächlich. Ich mache jetzt ja wieder einen guten Schnitt, weißt Bescheid? Keine halben Sachen, aber ein bisschen durchteilen, tatsächlich. Ne? Wir können die Stadt teilen gemeinsam. Abends bin ich unterwegs, tagsüber ihr. Ich freue mich total, dass die Lüneburger wieder da sind. Und unsere Gäste von außerhalb auch. Genau, richtig, ja. Nach etwa 90 Minuten ist der Schrecken schon vorbei. Die schaurigen Geschichten haben bei den Gästen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich kannte so einige Gebäude hier noch gar nicht, Seitenstraßen und das ist ja das Fatale, ne? Man wohnt hier, aber kennt halt ganz wenig und ja, das sind solche kleinen Führungen immer ganz schön. Es ist traurig, dass man als Lüneburger so wenig wirklich von Lüneburg weiß. Ne? Also man ist so viel geworden, also ich muss sagen, ich habe heute Abend dran zu knabbern, ne? Also um das alles zu verarbeiten, was ja nun wirklich war. Also ich finde schon, ich würde das meinen Freunden auch weiterempfehlen, dass man das mal ruhig machen kann, so mit ein paar Freunden mal mit so einem coolen Typen durch die Stadt zu gehen und sich was Schönes anzuhören. Jede Woche kann man mit dem Scharfrichter durch die Stadt ziehen, wenn auch Corona-bedingt noch mit weniger Gästen. Henker Hans kann es jedenfalls kaum erwarten. Immer schön den Hals waschen, Freunde. Der Henker geht um. Grüße aus Lüneburg.